ob ihr Kurven fahren könnt, ob ihr die Linienwahl richtig trefft, ob ihr richtig Gas und Bremse verwenden könnt, testet kein Mensch. Und dementsprechend dürft ihr danach eine 217 PS Fireblade danach fahren, ohne Probleme. Aber es könnte sein, dass ihr davor nur eine 125er Duke gefahren seid. Das kann passieren. Da muss man dann ja auch sagen, damit ist ja dann eigentlich auch das Ziel des Führerscheins völlig verfehlt worden. Das ist eine wahre Freude. So Leute, ihr habt richtig gesehen, ein neues Video von mir. Und in dem Video soll es mal darum gehen, warum der Aufstiegsführerschein beim Motorradführerschein totaler Mist ist. Die Idee bzw. das Video habe ich bei Twice Moto gesehen auf seinem Kanal. Der macht auch wirklich gute Moto-Vlogs. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut gerne mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Wenn ich dran denke, verlinke ich seinen Kanal auch in der Videobeschreibung. Ja, und darauf wollen wir heute mal eingehen, warum das totaler Schmutz ist, dieser Führerschein. Also, ich denke mal, keiner von euch wird ein Fan davon sein. Und da haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass es totale Abzocke ist. Aber es gibt noch ein paar Punkte, warum er auch einfach gar keinen Sinn ergibt, so wie er aktuell geprüft wird. Und da hat mich erst Twice drauf gebracht. Und dann habe ich mir erst mal Gedanken darüber gemacht und habe mir so gedacht, so, hä, er hat ja vollkommen recht. Das stimmt ja, ist ja totaler Müll. Und der erste Grund, warum dieser Führerschein keinen Sinn ergibt, ist, dass ihr nur im Verkehr getestet werdet. Ja, aber warum muss ich denn im Verkehr getestet werden? Das habe ich doch schon seit dem A1-Führerschein gekonnt. So, da gibt es wirklich gar keinen Grund dafür, warum ich nochmal im Verkehr getestet werden sollte mit einer neuen Maschine. Das Allerbeste daran ist ja auch meistens, zumindest war das auch bei mir so der Fall, ihr werdet sogar häufig bei Fahrschulen mit genau demselben Motorrad getestet, nur einer unterschiedlichen Leistung. Bei mir war es zum Beispiel der Fall, ich wurde mit einer Kawasaki ER6N getestet, selbst beim A2-Führerschein, eben auf 48 PS gedrosselt und dann beim offenen A-Führerschein mit ihren knapp 75 PS. Das war genau dasselbe Motorrad. Ich habe genau dasselbe gemacht, dieselben Übungen. Ich bin denselben Straßenverkehr gefahren, aber ich wurde nirgendwo getestet, wo wirklich mal die Leistung abgerufen wird. Aber dafür soll doch der Führerschein da sein. Ich soll doch lernen, mit mehr Leistung umzugehen. Ansonsten könnt ihr mir doch auch irgendeine A2-Maschine, eine Duke 390, auch für den A-Führerschein hinstellen, wenn ich doch sowieso nur im Straßenverkehr fahren soll. Ist doch ungefähr dasselbe. Gibt wirklich zero Sinn an der Stelle. Man müsste definitiv irgendwelche Sachen reinbringen, wo ihr auch mal beschleunigt oder was auch immer, dass ihr eben mal abchecken könnt, was macht denn überhaupt die Mehrleistung? Wofür ist sie denn da? Was bewirkt die beim Motorradfahren? Und das wird eben im Straßenverkehr, vor allen Dingen in der Stadt, total unter den Tisch gekehrt und hat überhaupt keine Relevanz in der Prüfung. Das heißt, ihr fahrt da eigentlich komplett unnötig, buttert dem Start- und der Führerscheinstelle mal wieder 300-400 Euro in den Arsch und das war's eigentlich. Damit ihr die Berechtigung habt, dann hier eine MT09 oder so zu fahren. Dabei hättet ihr das auch schon seit dem A2-Führerschein gekonnt, das sind wir mal ganz ehrlich. Da muss man dann ja auch sagen, damit ist ja dann eigentlich auch das Ziel des Führerscheins völlig verfehlt worden. Also es ist ja quasi das Ziel, euch an mehr Leistung zu gewöhnen. Und wenn er das nicht macht, tja, dann verkackt. Dann ist der Führerschein quasi irrelevant. Und dann können wir den hier eigentlich auch ab morgen abschaffen, weil, ja, wofür ist denn der da? Aber so darf man ja leider darüber nicht sprechen, beziehungsweise wird sich keinen Gedanken darüber gemacht. Das war ja schon immer so, haben wir ja schon immer so gemacht. Und dementsprechend bleibt es auch so wahrscheinlich noch die nächsten 10 Jahre. Es ist aber eigentlich nur ein schlechter Scherz, muss man sagen. Was auch noch ein totaler Witz ist, ihr könnt den A1-Führerschein gemacht haben und dann wollt ihr den A2-Führerschein machen oder ihr habt den A2-Führerschein gemacht und wollt dann den offenen A. Dafür müsst ihr den nur 2 Jahre besessen haben. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ihr die Prüfung 2 Jahre lang erfolgreich abgeschlossen habt, dürft ihr danach einfach den Führerschein machen. Ob ihr nun wirklich gefahren seid oder nicht, das überprüft kein Mensch. Kann keiner überprüfen und wird auch keiner tun. Also ihr müsst einfach nur die Prüfung bestehen und da haben wir ja eben schon gesagt, da werdet ihr nur im Straßenverkehr getestet. Ob ihr wirklich Motorrad fahren könnt, spielt überhaupt keine Rolle. Ob ihr Kurven fahren könnt, ob ihr die Linienwahl richtig trefft, ob ihr richtig Gas und Bremse verwenden könnt, testet kein Mensch. Und dementsprechend dürft ihr danach eine 217
17 PS Fireblade danach fahren ohne Probleme. Aber es könnte sein, dass ihr davor nur eine 125er Duke gefahren seid. Das kann passieren. Und ist mit Sicherheit auch schon so gewesen, dass Leute dann irgendwie lange Zeit Pause gemacht haben von Motorradfahren und sich dann denken, ja, ich hätte aber wieder Bock, und dann steigen sie direkt mit der stärksten Maschine ein. Mit Sicherheit alles schon mal passiert. Deswegen wären einfach andere Tests notwendig, damit man das mal vernünftig geregelt bekommt und der Führerschein halt auch einfach einen Mehrwert hat und wirklich was prüft, was auch relevant ist. Und nicht hier, ob ich die rote Ampel erkannt habe und ob ich da vorne das Vorfahrtsschild erkenne. Also es muss ehrlich ein schlechter Scherz sein, weil dieser Führerschein einfach nur Geldabzocke ist. Es tut mir leid für jeden, der den machen will oder muss, weil er halt gerne eine offene Maschine fährt und dann halt einfach noch zweimal unnötig Geld bezahlt. Naja gut, sagen wir mal so, ich finde, der A2-Führerschein macht noch Sinn. Aber danach den A-Führerschein nochmal genauso zu machen, schwierig. Also die Tests müssen halt einfach anders werden. Der Führerschein muss anders aufgebaut sein, damit man wirklich einen Mehrwert davon hat und die Fahrschule quasi auch etwas für einen gemacht hat, außer einem die 300 Euro abgezwackt. Weil aktuell ist es nicht mehr. Aktuell kostet es einfach nur Geld. Ihr habt überhaupt keinen Mehrwert dadurch. Es nützt keinem was. Und wenn man da wirklich mal was machen will, dass die Leute auch was dabei lernen, ja, dann muss es anders geregelt werden. So, das war es soweit zu dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem schwierigen Thema in die Kommentare. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen, da aktiv mit euch zu diskutieren. Bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ein Freund dieses Aufstiegsführerscheins seid oder was ihr ändern würdet. Fällt euch vielleicht was ein, was man für Tests machen könnte? Dann, wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich habe gesehen, über 80% meiner Zuschauer haben diesen Kanal nicht abonniert, aber schauen regelmäßig die Videos. Und wenn ihr einer davon seid, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich kostenlos unterstützt, auf den Abonnement-Button drückt und einfach ein kostenloses Abo dalasst für mich. Aktiviert auch gerne die Glocke, wenn ihr schon dabei seid. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut auf Instagram und TikTok gerne vorbei, wenn ihr keinen weiteren Content von mir verpassen wollt. Und dann kommt nächsten Dienstag, Donnerstag oder Sonntag auch schon das nächste Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.